Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Das sind unsere Schlagzeilen von heute Mittwoch. EID ab 2026. Der Bundesrat schickt die staatliche Lösung eines elektronischen Identitätsnachweises ins Parlament. Krachend war die EID, die elektronische Identitätskarte, im März 2021 an der Urne gescheitert. Hauptgrund für die Ablehnung war damals, dass private Firmen diese EID hätten herausgeben sollen. Jetzt wird vom Bundesrat ein neuer Anlauf genommen, bei dem alles aus der Hand des Staates kommen soll. Raphael von Matt aus Bern. Die elektronische Identitätskarte, kurz EID, soll das Leben digitaler und einfacher machen. Dies hat die Justizministerin betont. Dank dieser elektronischen Identität können wir uns künftig im Internet auf eine sichere und einfache Weise identifizieren. Die EID besteht aus einer App auf dem Smartphone. Damit kann man sich elektronisch ausweisen oder etwa einen Betreibungsregisterauszug bestellen, ohne einen Gang an einen Schalter und einen Brief zu schicken. Beim ersten Anlauf des Bundes hatte es Kritik gehagelt. Damals brachte ein Komitee aus linken Parteien das Gesetz zu Fall. Hauptkritik: private Firmen sollten die EID herausgeben. Jetzt soll es anders geregelt werden. Bei der Herausgabe der EID spielen private Firmen keine Rolle mehr. Das wird ausschließlich von FedPol gemacht. Deshalb fallen die Reaktionen heute positiver aus. Selbst bei jenen, die ursprünglich für eine private Lösung waren, wie IT-Unternehmer Franz Krüter. Jetzt ist es eine staatliche Lösung. Die Leute wollen den Pass, die Identitätskarte oder eben eine digitale EID vom Staat und nicht von einer Firma. Und das wird jetzt so umgesetzt. Allerdings, in der Vergangenheit gab es mehrmals Hackerangriffe auf den Bund, direkte oder indirekte. Doch die nun geplante EID könne nicht gehackt werden, sagt auch der grüne IT-Unternehmer. Ein Massenangriff auf diese neue EID wird gar nicht möglich sein, weil das eben sicher bei Design ist. Es ist auch datensparsam im Einsatz dieser EID, wird man nicht auf Schritt und Tritt verfolgt von Datensammlerei. Es ist ein grundsätzlich anderer Ansatz und eben sehr zeitgemäß und auch sicher. Die neue EID kommt in der Politik von links bis rechts gut an. Ein gutes Zeichen für die Beratung im Parlament. Ab 2026 soll die EID die jetzigen Ausweise ergänzen. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht es jetzt weiter mit Meteo und dann, wie gehört, mit der Rundschau. Einen schönen Abend.